Hallo? Moment, ja, bitte. Achso, links abbiegen, das ist es. Okay. Hallo? Hallo? Es passt gerade. Wir machen gerade Aufnahme. We are recording. No, you can't call now. Call later. Molimte kasnie. Più tardi. Ja, später. Okay? Gut. Ich muss Schluss machen. Das läuft schon. Ja, Moment. Ja. Ja, okay. Ja, das erzählst du mir nachher. Gut. Ja, okay. Gut, machen wir. Gut. Okay, so. Ach, diese Technik. Vor ein paar Tagen in der Pizzeria, da sitzt eine junge Dame am Tisch neben mir. Sie spricht mit ihrem Handy wirklich sehr dezent, sodass man auf der Gossen auch noch mitschreiben könnt. Immerhin erfahre ich, was sie heute schon einkauft haben, wie es dem Willi-Onkel geht und na, der Urlaub war ein Traum. Nach 20 Minuten sagt's Baba, ich lege jetzt auf. Wir singen sowieso, aber ich komm jetzt zu Hause. Sie hat ein Handy am Ohr. Sie hat ein Handy am Ohr. Es ist schon wichtig, wirklich wohl, hat wie ein Handy am Ohr. Mein Kühlschrank wirkt verlassen, drum mach ich mich auf. Zum Supermarkt, wo ich was für mein Nachtmahl kauf. Vor mich Regal steht ganz verlorener armer Mann, der so wie mir das scheint nicht ganz normal sein kann. Denn er plaudert mit einem Joghurt, lacht sich gerade an Ost. Der Buttermilch erzählt er, wen er grüßen lässt. Ich schau mich schon um Hilfe um, doch in dem Moment, da seh ich erst, dass in sein Ohr ein Kabel hängt. Er hat ein Handy am Ohr. Er hat ein Handy am Ohr. Es ist nicht zum Glauben, doch es ist wohl. Er hat sein Handy am Ohr. Und längst zwäng ich mich über den Gürtel mit dem Auto zu Haus. Ist an sich nicht gerade ein Highlight, doch das heute aus. Plötzlich schlingert einer vor mir, das ist mega krass. Ich schleif mich gerade noch ein, mir wird kalt und heiß. Die Markierung gilt für alle, aber nicht für ihn. Er sucht sein Vorspur, so als hätte er 80 Dioptrien. Dann schneit der Nummer Nachbar, schießt ihn grad nicht da. Ja, da kannst du dich nur mehr wundern, sag, was ist denn da? Was wird gewesen sein? Er hat ein Handy am Ohr. Er hat ein Handy am Ohr. Das heißt, ich glaub, doch es ist wohl. Er hat sein Handy am Ohr. In unser Pfarrer steht ganz höflich an der Kirchentür. Benützen Sie doch bitte keine Handys hier. Unser Gott ist immer online, gesprächsbereit. Zum Nulltarif schon lang vor unserer Handyzeit. Letzten Sonntag war's beim Gottesdienst so ruhig und still. Plötzlich reißt uns ein Gedudel penetrant und schrill. Der Herr Pfarrer blickt sehr streng, doch auf einmal wird ihm klar, dass das nervige Gerät sein eigenes Handy war. Er hat ein Handy am Ohr. Doch wer mit Gott spricht, das ist klar. Er braucht kein Handy am Ohr. Er hat ein Handy am Ohr. Sie haben ein Handy am Ohr. Sie haben ein Handy am Ohr. Sie haben ein Handy am Ohr. Manchmal glaubst du, bist du ein Ohr. Und wer ist ein Handy am Ohr?